Also sprich, die erste Reaktion für meinen Eintracht-Kanal, die ich dann auch jetzt parallel noch hochladen werde. Ja, die erste Reaktion, was gibt's zu sagen? Ich meine, hier, wir sehen es hier, Entschuldigung, hier. 3-2, war eine geile Partie, viele Tore. Natürlich habe ich mir dann irgendwie noch erhofft, dass wir vielleicht noch irgendwie das 3-3 machen. Gar nicht mal in der Nachspielzeit, wäre mir egal gewesen. Es klappt nicht immer. Aber ja, was soll man da sagen? Ich meine, 3-2, gut. Du hast Hoffenheim jetzt wieder verloren, sage ich jetzt mal. 5 Punkte Abstand. Ich hätte es schön gefunden, wenigstens unentschieden, damit wir halt dranbleiben. Jetzt, ja, ist es halt so, dass wir die Hoffenheim ein bisschen weiter weg haben. Hoffenheim ist nämlich so ein Verein, der eher so schon auf Augenhöhe ist, wo es schön ist, wenn du ihn hinter dir lässt. Aber sicherlich jetzt nicht wegen, ja, Europapokalträume, die habe ich aktuell gar nicht. Klar wäre es geil, aber aktuell ist es eben wichtig, Mittelfeldplatz zu sichern. 40 Punkte. Wie gesagt, sage ich immer wieder. Dann Klassenerhalt festzumachen und dann zu schauen. Und nächstes Jahr dann wieder anzugreifen. Jetzt Hoffenheim haben die letzten, ja, 5 Spiele zu Hause gewonnen. Jetzt Nummer, oder ist das jetzt Nummer 5 gewesen? Entweder war das jetzt Nummer 5 oder zuvor 5 Mal. Von Hoffenheim ist ja halt keine schlechte Mannschaft, muss man ja auch mal sagen. Und daher kann man dort mal verlieren. Wir haben die letzten 6 Spiele gegen Hoffenheim zum Beispiel gewonnen. Nummer 7 kam nicht dazu. Nach 6, ja, Siegen kommt dann mal irgendwann die Niederlage. Ist doch klar. So oder so. Weiterhin Mittelfeldplatz. Ich gucke gerade mal, wie die Differenz ist. Die Tordifferenz. Tordifferenz. Die Punktedifferenz. Ich komme immer wieder darauf klar, dass Leverkusen 7-1 gewonnen hat gegen Fürth. Ist auch geil. Vorhin hat Mainz gewonnen. Wir haben aktuell 5 Punkte Vorsprung auf Augsburg, Relegationsplatz, und 8 Punkte auf Platz 17 auf Bielefeld. Und wenn du 8 Punkte hast und 5 Punkte, ja. Klar, mit dem Sieg wärst du noch weiter weg. Aber im Moment haben wir immer noch den kleinen Puffer. Das reicht mir. Ansonsten, wie gesagt, oben eh noch alles eng. Bei Freiburg spielt es noch, etc. Ich weiß mal, ich gucke nach oben. Es sind 4 Punkte. Wenn Freiburg, ja, punktet, sind es 5 Punkte. Aber wie gesagt, das soll kein Thema sein. Dafür müssen wir es regelmäßig und über einen längeren Zeitraum gut spielen, dass wir darüber diskutieren können. So sage ich jetzt mal als erste Reaktion, dass wir einfach, ja, bis zur Winterpause gucken, wohin es geht, unser, ja, Spiel machen. Und das war heute eigentlich gar nicht so ein beschissenes Spiel. Es war ein gutes Spiel. Wir haben nicht unbedingt so die Abwehrfehler hinten drin gehabt. Klar, beim 2-0 war der eine ganz außen ziemlich frei. Aber ansonsten war es nicht so ein Kackspiel wie zum Saisonbeginn, bis vor kurzem noch. Also das muss man auch schon sagen. Wir waren stark, Hoffenheim war auch nochmal stärker. Das eine oder andere Mal hätte man vielleicht die Chance besser ausspielen müssen, wie schon gegen Union. Ich meine, Chandler muss vielleicht da das 2-2 machen. Wer weiß, ob es abwärts gewesen wäre, auch davor schon. Ist halt so, manchmal entscheiden Zentimeter, manchmal eine Entscheidung. Hoffenheim macht das 3-1. Gute Reaktion gezeigt, gute Moral zum 3-2. Für mehr hat es dann nicht mehr gereicht. Beim nächsten Mal klappt es vielleicht wieder, aber so oder so würde ich sagen. Das war es erstmal für die erste Reaktion. Morgen dann, wie immer, der Rückblick auf das Spiel und dann kommt ja bald schon die Europa League. Ich sage zumindest hier im Video Arrivederci, und alle, die Bock haben, können natürlich jetzt noch, ja, vorbeikommen. Livestream und verlinkt. Schauen wir jetzt noch die Bayern in Dortmund an. Topspiel, deutscher Klassiker. Schaut gerne vorbei. Arrivederci, bis dahin und ciao, ciao.